Bowman, Nomad hier. Schießen Sie los. Die Bodaks kontrollieren Auroras Rechenzentrum. Natürlich tun sie das. Erobern Sie es zurück. Aber machen Sie nichts kaputt. Es ist nicht nur hässlich, es enthält auch alle Daten zur Skelltech auf der Insel. Es ist wohl das, was einer Zentralbank auf Auror am nächsten kommt. Selbstverständlich will Idu es unbedingt erhalten. Wenn die Zeit kommt, mit anderen Ländern zu verhandeln, können die Outcasts diese Daten als Hebel benutzen. Sie müssen das Gebäude stürmen und den Outcasts grünes Licht geben, um die Region zu erobern. Ich sehe mich mal um. Ja, und damit herzlich willkommen zur Eroberung von DT Servo. Ja, wie versprochen, die letzte 3-Totenkopf-Region in Operation Motherland. Wenn die Bodaks die Wasserkühlung sabotieren, wird das Rechenzentrum zerstört. Dann würden sie auch die Backup-Server in der Nähe hochjagen. Bevor sie sich um das Rechenzentrum kümmern, müssen sie unbedingt noch die Bodak-Offiziere neutralisieren, die die Backup-Server und die Wasserkühlung sabotieren sollen. Oh, wieder ein Haufen tote Zivilisten hier. Ich weiß nicht, was mit den Bodaks ist da. Diese Zivilisten wurden brutal hingerichtet. Einige werden noch vermisst. Verdammt, die Bodaks haben sicher Geiseln genommen, die für die Instandhaltung des Zentrums sorgen. Wenn sie sie befreien, können die Outcasts ihnen Unterstützung schicken. Töten die Bodaks die Zivilisten nur, um den anderen Zivilisten und Wissenschaftlern Angst zu machen, damit die kooperieren? Och nö, Bodendrohnen mag ich nicht. Die werden wir auf jeden Fall deaktivieren, wenn es geht. Drohnen. Das wird hart. Sie könnten vor dem Angriff auf das Rechenzentrum die Lieferfahrzeuge zerstören. Dann gibt es weniger Drohnennachschub. Was ist gerade mit dieser Drohne passiert? Oder war die ganze Zeit so? Ich hatte irgendwie die ganze Zeit die Augen auf diese Drohne hier, die da so vorbeigefahren ist. War die ganze Zeit schwarz? Naja, okay. So, was haben wir denn noch hier? Haben wir noch was. Ein Helikopter. Ein Helikopter und viele Bodaks. Wir werden sie sicher schnell reagieren. Schließen Sie Verstärkung von vornherein aus. Zerstören Sie die Helis, mit denen sie beim Rechenzentrum anrückt. Okay, Luftunterstützung. Für die Bodaks allerdings. Erledigen Sie zuerst ein paar Destabilisierungseinsätze. Dann müssen Sie die Backup-Server und die Wasserkühlung sichern, bevor Sie zum großen Finale das Rechenzentrum stürmen. Verstanden. Nomad out. Okay. Sorry, was, was war, Sidi? Ja, ich glaube. Ich wollte dich nicht runterschubsen. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Nur 3 Destabilisierungseinsätze diesmal. Und zwar einmal... Das sind ja alles... Das sind ja alles nur Dinge, die auf die Hauptmission einzahlen. Okay, da ist die Reihenfolge echt egal. Gucke ich mir jetzt erstmal an, was irgendwie am nächsten ist. Das hier sieht ziemlich nah aus. Das ist weiter weg. Machen wir nochmal weg. Das hier ist auch weiter weg. Also das hier ist aber näher als das. Also die Reihenfolge dann für uns. Hier das und dann dieses hier. Okay. Gut, dann legen wir los. Mit dem Einsatz präventive Zerstörung. 1 Kilometer da drüben, was müssen wir tun? Fahrzeuge zerstören. Gut, das kriegen wir hin. Das dürfte keine große Herausforderung sein, hoffe ich. Ich bin jedenfalls guter Dinge. Aber wie das immer so ist, wenn ich aufnehme, läuft oft nicht alles so rund, wie wenn ich privat spiele. Vorsicht, Zivilisten! Ich schärfe den mal ein bisschen hier. Da stehen die zu dritt. 3 Meter von dem Bodak entfernt und brauchen... Ist der immer noch nicht tot? Auch ein 50 Magazine, um den zu killen. Der lebt ja immer noch.
kommt davon, wenn man mit Softwarepistolen, Softwaregewehren oder Airsoftgewehren schießt. Wobei selbst da wäre, glaube ich, nach der Menge Munition wäre er vermutlich umgefallen. Hätte ich beinahe den Hasen hier erschossen. Weil ich glaube, vorgestern ziemlich lang Minecraft gespielt habe. Und da war ich auf Hasenpfoten und Hasenlederjagd. Das hat sich so eingeschlichen. Feuer auf mein Kommando. Toll. Feuer auf mein Kommando. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Bin soweit. Alles klar. Feuer frei. Alles klar. Stell mal wieder auf Einzelfeuer um. Gut geschossen. Wunderbar. Ach, guck mal. Ich kenne die. Oh, ach nee, ein Heli. Wo ist der? Ach, der ist weit weg. Keine Gefahr. Wenn er uns sieht allerdings, dann ist die Kacke am Dampfen. Das hier ist die eine PvP-Map. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist eine PvP-Map, das hier. Der Heli ist weg. Gebiet ist kenn ich ganz gut. Am Anfang von Breakpoint. So, nach Release habe ich ein paar Stündchen im PvP verbracht. Ich glaube, bis die Granatwerfer ins Spiel eingebaut wurden, dann hatte ich keine Lust mehr. Also die Unterlaufgranatwerfer. So, ich glaube, wir sind noch nicht nah genug dran, oder? Da ist ein Heli. Ja, können wir schon markieren. Sind wir doch nah genug dran. Gut. Auto. Ein Heli, ein Auto. Noch ein Heli. Wie viele Fahrzeuge sollen es sein? 5. Da ist noch ein Auto. Da ist noch ein Auto. Dann haben wir alle 5, ne? Das sind 5, was wir hier markiert haben. Ja, ganz genau. Gut. Gut, gut. Wie gehen wir denn da am geschicktesten vor? Ich habe übrigens für ab der nächsten Folge eine Kleinigkeit geplant. Und zwar werde ich, weil die Missionen ja dann auch einfacher werden, theoretisch, weil weniger Totenköpfe, werde ich mit jedem Totenkopf, der fehlt, einen KI-Kameraden deaktivieren. So, dass wir dann am Schluss, also bei 2 Totenköpfen, nur noch mit 2 KI-Kameraden unterwegs sind und bei einem Totenkopf nur noch mit einem. Also quasi die Totenköpfe die Anzahl der KI-Kameraden repräsentieren. So, aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Wir haben hier auf jeden Fall einen Sniper hier am Checkpoint und einen Sturmsoldaten. Da können wir eigentlich vorbei, ohne dass die uns sehen. Wir können eigentlich einfach hier vorbei. Da kämen wir easy zum Heli. Gibt es hier Luftabwehr? Wir haben hier einen Mörser auf jeden Fall. Aber gibt es... Ja, hier ist eine Luftabwehr. Gibt es noch eine? Oder 2, 3? Und die könnte ich deaktivieren. Das wäre kein Ding. Ich überlege gerade, weil es cool wäre, den Heli zu klauen und mit dem Heli die restlichen Fahrzeuge zu zerstören. Hier ist noch eine. Können wir uns auch relativ easy ranschleichen. Müssen nur hier aufpassen. Ist hier noch jemand? Ein Stratege. Kein Scharfschütze, so wie es aussieht. Aber vielleicht ist der auch nicht reingerendert. Es kann sein, wir sind ja noch relativ weit weg. Gab es hier nicht auch noch irgendwo so einen Turm? Wo die drin sein können? So rein? Nur in groß? Ich meine, da wäre noch was gewesen. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig agieren. Okay, so, gibt es noch... So kann ich die, glaube ich, einfacher aufspüren. Vielleicht auch nicht. Also wir haben hier den Mörser, wir haben hier noch einen Mörser. 2 Flugabwehr bis jetzt gesichtet. Noch ein... Ja, übertreibt es doch mit den Mörsern. 3 Mörser. 4 Mörser.
Ist das ein Mörser? Das ist ein Mörser. Fünf Mörser. Okay, aber es scheinen nur die beiden Flugabwehrgeschütze zu sein. Die können wir deaktivieren. Gut, und wenn wir da hinten gerade schon sind, können wir eigentlich auch direkt das Fahrzeug hier mit C4 versehen. Nur für den Fall. Und das hier auch eigentlich. Aber hier patrouillieren keine Gegner auf dieser Seite. Da ist der Turm. Ist zwar nicht groß, wie ich dachte, aber es ist auch eh keiner drin. Gut. Okay. Gut. Ausführung. Erst das Flugabwehrding da hinten. Und dann das da oben. Und unterwegs noch die beiden Fahrzeuge mit C4 versehen. Vielleicht kann ich es auch einfach alle direkt mit C4 versehen. Ne? Der Checkpoint ist ja relativ egal. Ich würde da eigentlich auch gern vermeiden, die Gegner zu töten. Denn wenn da vielleicht ein Fahrzeug durchfährt, sehen die die Leichen. Ich könnte die Leichen wegschaffen. Aber ich meine, die machen ja auch nichts da hinten. Ne? Ist ja kein Problem. Die können ja ruhig da sein. Wenn die reagieren, ist eh alles schon zu spät. So, das erste Fahrzeug ist... Ist das noch ein Flugabwehrgeschütz? Das ist noch ein Flugabwehrgeschütz, das habe ich nicht gesehen. Da war ich dezent blind. Okay, ich setze mich mal hier in den Busch. Was habe ich für eine Klasse? Ich muss mal gerade gucken, was ich für eine Klasse ausgewählt habe. Echelon. Siehst du, da kommt schon das erste Fahrzeug, was da durch den Checkpoint fährt. Die haben aber auch noch die Tarnung, fällt mir gerade ein. Ja, man merkt, ich habe schon seit einer Woche jetzt nicht mehr gespielt. Mir war die ganze Woche einfach nicht danach. Ich habe auch das Tutorial, das am Freitag kam, habe ich erst am Donnerstagabend aufgenommen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh, danke schön. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Hier ist ja niemand. Ich mache auch mal noch, nur zur Sicherheit. Was siehst du, da vorne sind zwei. Das leuchtet doch gar nicht auf, das Flugabwehrgeschütz. So. Dann aktivieren wir mal die Tarnung und deaktivieren Flugabwehr. Ich habe gar nicht gesehen, ob es hier einen Generator gibt. Es wäre natürlich viel einfacher, den Generator zu deaktivieren, als die Flugabwehr einzeln. Gehen wir eben in Deckung und schau dann mal nach, ob es einen Generator gibt. Da haben wir einen Raketenschütze. Gibt es einen Generator? Keinen, den ich so sehen würde. Wärmebild sagt, kein Generator. Hier? Nein. Da vielleicht? Bist du ein Generator? Nein, du bist ein Container. Schade. Ja, General. Ups, falsche Taste. Okay. So, C4 auswählen. Tarnung aktiviert. Und ab dafür. Setzen wir am besten. Meint ihr, eine reicht? Ich hoffe es. Mein Plan ist ja eh. Raketenschützen auszuschalten, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Denn die können uns relativ zielgerichtet vom Himmel holen. Aber ich will das machen. Ich will das. Ich will die Fahrzeuge mit dem Heli zerstören. Das C4, das ich hier platziere, ist halt nur. Ja, Notfall. Notfall C4. Ich könnte auch eine Mine vorne dran legen, aber
Die Minen haben das Problem, die unterscheiden nicht zwischen Fahrzeugen und Fußsoldaten. Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Und wenn da zufällig einer reinstolpert, dann habe ich ein Problem. Dann ist die ganze Basis in Aufruhr und die, als ob du irgendwas machen würdest, wenn die VIPs, beziehungsweise die Fahrer fliehen mit den VIP-Autos. Ja, ich kann den Mörser eigentlich auch lassen, ne? Da hat einer gehustet. So, und eins ist noch da oben. Oh, ich sehe ihn. Oh, und er sieht mich gleich. Weg hier. Ja, ich finde auch ohne Ravensrock seid ihr noch bessere dran als... Meine Güte. So. Und jetzt... Können wir laufen. Wo ist der Scharfschütze? Scharf. Da. Ich scanne die Umgebung. Ganz schön viel Gelaber da, ne? Wenn ich überlege, wie viel Gelaber bei uns früher auf der Kaserne war, da war nicht so viel. Wenn man so viel redet, passt man weniger auf. Ich weiß jetzt übrigens, woher das aus Episode 2 dieser Spruch kommt. Langsam ist geschmeidig und geschmeidig ist schnell, den Sam Fisher gesagt hat. Beziehungsweise nicht, wo der herkommt, sondern ja, warum er das so gesagt hat. Ich mache einen Scan der Umgebung. Das verschafft uns einen Vorteil. Und ich hatte mich ja gewundert, dass er nicht sagt, langsam ist schnell und schnell ist langsam. Ich meine, das ist beides korrekt, ne? Aber tatsächlich ist es slow is smooth and smooth is quick oder irgendwie so auf Englisch. Okay, Einzelfeuer haben wir. Machen wir das alleine oder mit Kameraden? Fragte er. So geht das, Boss. Und startete damit, es alleine zu tun. Die wissen, dass wir hier sind. Einer fehlt noch. Wo ist der eine? Hat hoffentlich keiner gehört, oder? Holy shit. War das letzte. Nein, die haben es gehört. Und ich habe die Tarnung. Die letzte Luftabwehr noch nicht zerstört. Autsch. Jetzt aber. Da ist gerade eine Entdeckung gegangen. Du wirst noch bereuen, dass du hergekommen bist. Du, in Anführungszeichen. Das Ding hier noch schnell deaktivieren, bevor die Tarnung ausläuft. Lala. Oh Gott, oh Gott. War ja mal wieder zu cocky. Passiert mir tatsächlich im Let's Play. Meine Güte. Da war noch ein Bodak. Da hinten ist er gelaufen, haben wir gesehen. What? Wo ist er hin? Ich setze die Nacht. Oh shit. Nein, der Heli fliegt. Kampfdrohne aktiviert. Zeig mal, was du kannst. Die werden wir aus Das ist nicht der Heli. Ja. Geschieht ihnen recht. Welle auf. Ja. Seid vorsichtig. Ja, ich wollte sagen, das passiert mir, wenn ich alleine spiele, nicht so. Das passiert mir hauptsächlich im Let's Play. Bin ich jetzt in den Oh nein, Mann. Geh auf den Pilotensitz. Warum krabbelt er denn jetzt auf den Schützensitz? Hat er noch nie gemacht. Oh, toll. Ah. Shit. Und jetzt ist der Heli hinüber.
bin ich? Ich sehe nichts. Ich werde auch nicht wiederbelebt. Hallo? Wiederbelebung, bitte? Anyone? Keiner? Ja, der mich keiner wiederbelebt. Ich vermute, ich habe oben auf dem Heli gelegen, wo keiner hinkam. Ja, im Let's Play gehe ich oft nicht so bedacht vor, weil ich immer alles irgendwie schnell machen will. Und ja, dann passiert sowas. Aber immerhin sind die Dinge noch markiert. Eher auf Nachtsicht. Wollte ich nicht, wollte die Tarnung aktivieren, aber was halt. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Ja, ja. So, easy. So, und jetzt? Aber wirklich, und dann töten wir einfach alle. So, einer down. Am wichtigsten ist eigentlich, dass wir die VIPs töten. Also die mit dem Beret. Ich glaube, grünes Beret haben die. Das sind nämlich die einzigen, die die Fahrzeuge benutzen können. Ja, lasst es doch einfach und geht ins Warme. Ich hab da gar nichts dagegen, wenn ihr das tut. Jetzt dreht er sich um, natürlich. Und dann gehen wir eben da hinten rüber nochmal. Machen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen schneller, aber hoffentlich vorsichtiger. Ja, danke, Fury. Oh, hallo. Immer mitten rein. Da ist ein Funker. Der darf auf keinen Fall Alarm schlagen. Darf generell niemand Alarm schlagen. Ich will es immer irgendwie lustig und cool machen und dann geht irgendwas schief und dann mache ich es doch wieder normal. Ja, so ist das eben. Wenn ich könnte, wie ich wollte. Wenn ich kann, wie er will, dann muss halt wollen, wie er kann. Da ist Feuer auf mein Kommando. Roger, Zielannäherung. Mein Ziel erfassen. Scanne das Einsatzgebiet. Das war's. Ich bin schussbereit. Ziel auf den Commander. Bewege mich zum DC-Einfunker. Behalte ihn im Auge. Das ist doch scheiße. Okay, bereit? Bin schussbereit. Feuer. Alle tot. Gut gemacht. Diesmal hat es tatsächlich niemand mitbekommen. Und zwar aber auch keine Tarneinheit da. Zeit für die Nachtsichtbrille. Aber trotzdem noch. Nein, keine Tarneinheit. Sehr gut. Beim Heli platziere ich am besten zwei C4. Da ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus. Der Heli hat eine Anti-C4-Haftbeschichtung. Oder eine C4-Anti-Haftbeschichtung. So, dann haben wir da vorne noch ein Fahrzeug und ein Heli. Oh, ein Stratege. Richtig gut. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Niemand. Niemand wäre so dumm. Warum sollte auch jemand so dumm sein, sich hier zu verstecken? Schneesturm ist so geil. Das
ist noch nicht mal der dickste Schneesturm. Aber ich find's cool. Generell so dieses Wetter hier in Motherland mit dem Update. Richtig geil. Mag ich sehr. Oh. So, und damit hätten wir kein C4 mehr. Ich hab kein C4 mehr. Mach ich jetzt. Gucken, ob da drin was liegt. Gibt's hier C4 zufällig irgendwo? Nein. Nicht. Aber Minigunner. Tja, was machen wir denn jetzt? Unterwegs C4 bauen. Ja, ich guck mal im Rucksack, ob da was drin ist. Haben wir da noch C4? Vielleicht am K2 C4? Ja. Gut, dann nehmen wir das eben. Das ist ein bisschen Overkill für das kleine Auto, aber... So. Das müssen wir nur noch mal raus und dann... haben wir's. Ich will mein Geheim verraten, wenn meine Finger dann warm werden. So kalt ist es gar nicht. Jammer mal nicht rum. Genau, Weichei. So. Damit. Einmal hier. Na also, wer sagt's denn? Und einmal da. Oder viermal da. Ich habe die Bodox geschwächt. Das Rechenzentrum wird keine Verstärkung bekommen. Das war doch smooth, oder? Smooth. Smooth like a squirrel. Perfekt. Und niemand weiß, dass wir da waren. Spiel. Mein Gott. Framedrops. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ob es am Spiel liegt oder sonst an was. Egal. So, nächste Mission. Da haben wir die dritte. IT-Rettung. Finden und befreien Sie alle Geiseln, ohne gesehen zu werden. 4 Geiseln. Alles klar. Kein Ding. Wird gemacht. So, wo haben wir denn hier einen Biwak in der Nähe? Oder fahren wir hin? Hey, komm. Das ist eigentlich gar nicht so weit, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen ans Biwak hier, ne? Oder dahin. Oh, wir sind im Kampf. Hat sie erledigt. Okay. Dann laufen wir immer noch ein Stückchen. Vielleicht können wir ja... Wohin schießen die Mörser? Das ist halt auch so ein Unding, ne? Dass in dem Moment, in dem du das C4 auslöst, sobald man das T4 per Fernauslöser auslöst, wissen die Gegner sofort, von wo das T4 ausgelöst wurde. Die haben einen Heli. Bleib wo. Ist halt dezent Bullshit. Bisschen Immersion Breaking, aber ja. Ich muss mich immer wieder selbst dran erinnern, dass Breakpoint keine Militärsimulation, sondern... Nein. Action-Spiel ist. Ich wollte da einen falschen Sprung machen, aber es hat nicht so was geklappt. Komme ich wieder hoch? Negativ. Ich rutsche nur mega tief runter. Jetzt machen Oh Gott, ja, da rutscht halt den ganzen Berg runter. Ja, warum auch nicht? Ein Klatsch gegen eine unsichtbare Wand. Ja. Gar keine Vorkommnisse. Und ein Level Up.
Ja, genau. Schaut ihr mal nach. Da haben wir einen. Ich schalte auf Nachtsicht um. Alles klar. Mein Ziel erfassen. Brauche freie Schusslinie. Ihr habt nichts Ungewöhnliches. Ist noch einer. Auf dein Zeichen, Ghostlead. Oh. Wir haben noch ein weiteres Ziel. Ich habe keine Ahnung wo. Temperaturen fühlt man sich wie zu Hause. Feuer auf mein Kommando. Roger, bewege mich zum Ziel. Kann losgehen. Vielleicht finden wir da drüben was. Wo ist der? Nachtsicht an. Keine Ahnung, wo der ist. Feindlicher Helikopter im Einsatzgebiet. Alle runter. Zeichen von Feindaktivität. Da ist er. Und Feuer. Meine Güte, wie oft kann man dann daneben schießen? So, die da unten haben aber ein Auto. Dann fahre ich jetzt mit dem Auto dahin, in die Richtung. Wobei wir jetzt außerhalb des Kampfes sein müssten. Können wir eigentlich auch jetzt zum Biwak. Das Biwak hier. Da könnte ich vielleicht noch das Dingens hier aufdecken, ne? Was ich noch nicht aufgedeckt habe hier. Den Nebel des Krieges vertreiben. So, in welche Richtung geht's? In diese. Gibt es da eine Absprungplattform? Ja, gut. Fast in die richtige Richtung. So, und dann können wir hier gemütlich rüber gleiten. Ich hoffe, dass ich jetzt auch über das über die schwarzen Felder drüber komme. Ja, guck mal. Noch einmal ein bisschen links. Vorne haben wir das Einsatzgebiet. Vier Geiseln retten. Ich erkenne das Gebiet noch nicht so richtig. Zeigt ihn! Oh, jetzt erkenne ich's. Ja, da waren wir schon mal. Ich weiß nicht mehr bei welcher Mission, aber die Basis kenne ich. Ich schicke dir einen Scan rüber. Dankeschön. Das ist bestimmt nützlich. Nur gezielt schießen. Ja, schießen ohne zu zielen mache ich sowieso nicht. Wir sind in der Unterzahl. Fury, wir sind vier Leute. Natürlich sind wir in der Unterzahl. Mine. Zeit für Nachtsicht. Das ist ein Problem, ich sehe sie nicht. Da. Vielleicht können wir hier über den Hügel relativ sicher rankommen. Oh mein Gott, wie viele Minen sind hier. Das ist noch eine Mine. Also ich umgehe dieses Gebiet hier mal ein bisschen. Schau mal, ob ich über den Hügel da rankomme. Ich verschaffe mir einen Überblick. Dankeschön. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Auf jeden Fall ein Sniper da. Raketenwerfer voraus. Vorsicht. So, ich verschaffe mir jetzt auch mal einen Überblick mit der Drohne. So, wir haben hier einen Sturmsoldaten, da patrouilliert ein Sniper. Da unten ein Raketenschütze. Da haben wir ein paar Tarnungspunkte, ein Generator. Geiseln werden bald hingerichtet. Ich muss die Bordax neutralisieren, ohne gesehen zu werden. Da haben wir zwei Geiseln. Da ist auch eine Geisel. Wo ist das? Das ist unterm Gebäude. Jo, unter dem Gebäude. 3, 4. Wo ist das?
Da kann man nichts sehen, aber es ist wohl im Gebäude drin. Okay. Wir haben mehrere Patrouillen rundherum. Bei der Raketenschütze und der Sniper. Und dieser eine Sturmsoldat da. Unsere größten Probleme momentan sind. Ich würde mal eben warten, bis der Scharfschütze nochmal rüberläuft. Damit ich den. Komm, gib nicht so was. Das war nichts. Das war nichts. Ich wollte, dass der mitten auf der Plattform liegt, einfach damit er von unten nicht gesehen wird. Der Scharfschütze, das war. Das ist kein Scharfschütze, oder? Das ist ein Scharfschütze. Da hinten haben wir noch einen Raketenschutz. Alles sauber. Nicht runterfallen! Nein, nicht runterfallen! Oh fuck. Und wo läuft er hin? Wo ist der hingefallen? Oh, verdammt, er liegt genau auf dem Gang. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Shit. Schneller. Oh Mann. Es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Tut es nicht. Und hier sind Minen und ich komme hier nicht mehr weg. Na toll. Kann ich da drauf? Ja. Shit. Ah, Geiselnehmer Nummer 1 ausschalten. Okay, den anderen sehe ich jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller agieren hier. So, wir haben hier unten Patrouillen. Wo sind die? Da läuft ein Tarnter. Aktiviere Nachtsichtgerät. Da kommt noch einer. Das ist aber kein Getarnter. Feind ist da draußen. So geht das, Boss. Schalte auf Nachtsicht. Wo ist der? Der Getarnte. Da. Wir haben Gesellschaft. Meine Güte, alles piepst hier rundherum. Es ist schon wieder am Eskalieren hier. Ich halte die Ordnung hier nur mit sehr, sehr, sehr viel Mühe und Not. Da läuft einer. Ich bin taktisch sehr schlecht positioniert gerade. Wo ist er? Da. Atmen. Ich sitze auch wieder sehr krumm hier. Was auch nicht so gut ist. Hab ich jetzt mal aufgerichtet. Oh. Ich hab den Feind gesichtet! Du Scheiß hast du. Ich bin nicht der Feind. Ich bin dein bester Freund. Der dir ein Leben voller Qual erspart. Pickebu. Komm, gib mich so an. Die Geisel muss leider noch warten. Das ist nämlich eine Kiste, die ist wichtiger. Nee, nicht deshalb. Ich kann jetzt einfach keine Geisel brauchen, die ja, hinter mir herläuft. Ja, wir haben da oben nämlich noch eine Geisel. Auf dem Dach. Ach, Mann, ich habe die Tasten einfach alle viel zu nah beieinander. Ich habe auf X die Tarnung, ich habe auf C die Rolle und auf V habe ich die Nachtsicht. Und immer wenn ich eine Zeit lang nicht gespielt habe, so ein paar Tage, dann ja, ist mein
Muscle Memory nicht mehr gegeben. Komm ich da nicht hoch? Das ist schlecht. Keine Leiter? Keine, nichts? Gar nichts? Nachsicht an. Okay, da sind wir eben drin. Wer spürt was? Ach, der Geiselnehmer oben, oder? Ne, der hier. Guter Schuss. Ist hier hell? Ja, relativ. Die Lichtverhältnisse in Gebäuden sind halt einfach grottig immer noch. Aber schon viel besser, als es zu Release mal war. Ich gehe hier gerade wieder sehr, sehr schnell und ja, relativ unbedacht vor tatsächlich. Und schneeblind. So, da haben wir den Geiselnehmer. Peekaboo! Komm, gib nicht so an. So, das waren die drei Geiseln. Fehlt noch einer. Ist hier drin irgendwo. Och nö. Muss ich den jetzt mitnehmen? Jetzt. Oh shit. Ich wollte gerade fragen, wie kann ich die Tür jetzt öffnen, ohne dass der da drin direkt was mitkriegt. Setze die Nachtsichtbrille auf. Seid auf der Hut, Genossen. Wir sind vielleicht nicht allein. Meinst du? Das ist eine sehr gute Wache, die den Schreibtisch bewacht. So. Ich habe eben einen Heli, beziehungsweise ein Helipad gesehen. Ich weiß nicht, ob das Nachtsicht um. Heli war. Würde ich gerade mal eben schauen. Und dann würde ich mit dem Heli mit den Geiseln abhauen wollen. Ja. Gut, dafür müssen wir hier noch ein bisschen säubern, aber da können die uns eigentlich von hinterher laufen. Na komm, mach. Auf geht's, komm. Die Bordaks wollen alle töten, die im Rechenzentrum gearbeitet haben. Die Outcasts werden sie und das Gebäude beschützen. Ist ein bisschen schade, dass die Kabelbinder schon verschwinden, bevor, also sobald Nomad das Messer auspackt. Zack, Kabelbinder weg und trotzdem schneidet er noch. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Vorsicht, hier treiben sich immer noch Bordaks rum. Bordaks. Wieder alter Scavenger-Sound bei oder von Gothic. Badum. Ich bin hier, um Sie zu retten. Kommen Sie, schnell. Oh, vielen Dank. Ich dachte wirklich, die knallen mich ab wie einen Hund. Hündin. Eine heutige Hündin. Hätten sie auch getan, wenn ich nicht da gewesen wäre. So, hier müsste irgendwo die Tarnung noch sein. Also die Tarnungspunkte, ne? Die hätte ich schon gern noch. Wo sind wir? Da. Wir sind auf der falschen Seite. Und da piepst wieder eine Mine. Oh mein Gott. Alter, bin ich erschrocken. Ich drück A und die rechte Maustaste, um zu zielen und nach links auszuweichen. Was macht Nomad? Dreht sich einfach im Kreis. Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Gut, ich meine, ich habe mich übel erschrocken. Aber... Wow. Na toll.
haben ein Problem. Sehr gut. Team, Feuer frei. Zeigt sie ihn! Verstanden, was? Schlägt. Erwischt! Raketenschütze am Boden! Ich bewache die Geiseln hier mal eben. Oder die Geiseln bewachen mich, je nachdem. Okay, gut. Wir sind wieder dabei. Meine Kampfdrohne hat keinen Saft mehr. Die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Die Schweine haben meine Freunde abgeschlachtet. Sie werden büßen, das verspreche ich. Kommen Sie, ich bring Sie in Sicherheit. Haben die jetzt schon gebüßt, oder? Sind alle erledigt. Kommen wir jetzt zu dir. Oh, nice. Wirklich alle erledigt? Wirklich alle erledigt. Nice. So lobe ich mir das. Das verschafft uns einen besseren Überblick. So lobe ich mir das. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Was? Also selbst wenn sie die Zivilisten jetzt mitgezählt hat, selbst dann sind wir nicht stark in der Unterzahl. Wir sind nicht mal ansatzweise in der Unterzahl. Wir sind gleich auf. So, dann schnappen wir uns den Heli und bringen die Geiseln in Sicherheit. Wer fliegt mit? Mach los, ich komm nach. Mach los, ich komm nach. Ja, ja. Fury fliegt mit. Ein Kilometer, alles klar. Ist relativ schnell überbrückt. Oh. Wenn man nicht gerade eine Baumkrone übersieht. Bei Wildlands konnte man so ungefähr ab der Hälfte durch die Bäume durchfliegen. Hat mich am Anfang bei Breakpoint einige Helis gekostet. Danke. Bitte. Das Rechenzentrum ist in Gefahr. Ich hoffe, Sie greifen nicht auch die Backup-Server an. Wir brauchen Sie, wenn das Zentrum zerstört wird. Sie sind sicher, keine Sorge. Die Outcasts helfen, das Rechenzentrum zu schützen. Sehr gut. Das war der Einsatz IT-Rettung. Das heißt, wenn wir entdeckt werden, kommen uns die Outcasts zur Hilfe am Rechenzentrum. Und jetzt das Letzte. Direkt nebenan quasi. 8 feindliche Fahrzeuge aufspüren und vernichten. Ist das direkt hier? Ja, das ist direkt dort. Vielleicht finden wir da drüben was. Oh. Hat sie im Visier! Ja, so geht das. Wo sind die? Ich sehe keinen. Was bemerkt? Ruhig bleiben. Ach, da unten. Bleibt in Deckung! War's das? Gut. Okay, eigentlich wollte ich ja hier gerade mal aufklären. Andererseits. Legt sie um! Wow. Alter. Junge. Junge. Junge, hast du überhaupt gelernt? Oh. Oh. Ja, weil die Outcasts einfach auf alles ballern, was da kreucht und fleucht. So, wir haben hier das Gebiet mit den Fahrzeugen. Ich sehe schon die Helis da hinten. 1, 2, 3. Ja, genau. Hier ist einer. 4, 5. Bin mal gespannt, wie viele Outcasts gleich noch leben. 6, 7, 8. Das sind die Fahrzeuge.
Und wie viele leben noch? Gegnerische Unterstützung! Tatsächlich. Ich flieg mal einfach gerade mit dem Heli hoch und mache einen Fallschirmsprung. Gegnerische Heli im Einsatzgebiet. Ich weiß nämlich zufällig, dass da hinten noch ein... Genau, ein Flugabwehrgeschütz ist und Tarnungspunkte, glaube ich. Irgendeine Kiste jedenfalls. Ist hier, daran erinnere ich mich. Oh, und ein Gegner. Wir müssen dringend die Reißleine ziehen. Und der ist neu. An den erinnere ich mich nicht. Die Zielperson versucht zu fliehen. Meine Güte. Sehr gut gemacht. So, aber das Ding deaktivieren wir trotzdem. Station, bitte wiederhole. Nichts empfangen. Sehr gut. Nichts empfangen. Gab es hier nicht eine Kiste? Irgendwo? Ich bin da. Wo ist die da? Wusste ich's doch, dass da eine Kiste mit Tarnungspunkten war. Oder generell eine Kiste. So, ich schaue jetzt dann gerade mal nach. 1000 Tarnungspunkte haben wir. Wie viel? Ja, komm, machen wir das. Da fehlt uns, so was brauchen wir denn mindestens jetzt? 2500. 2500, damit sie im Wasser bleibt, oder 4000, damit sie, ja, um die, auf die nächste Stufe zu gelangen, um auch etwas mehr Schutz vor Drohnen zu haben. So, hier haben wir nochmal einen Punkt, den setzen wir da rein. Ein Gegner ist mit dem Zielfahrzeug entkommen. Toll! Das ist ja herzallerliebst. Weil die Outcasts da so Balava gemacht haben. Das Auto steht noch. Das Auto steht auch noch. Ein Heli ist weg, der hier. Na gut. Vielleicht statt erforderlich. Wie machen wir das? Ja, achso, ich muss B drücken, so. F erneut versuchen und nochmal. Da habe ich auch schon viel Kritik gelesen, dass da die Outcasts oft Schleichmissionen ja sabotieren. Es kann natürlich aber auch sein, dass das jetzt... Was ist denn da? Habe ich denn da hinten markiert? War bestimmt ein aus Versehen. Muss ich die Fahrzeuge jetzt wieder neu markieren? Das wäre ziemlich doof. Ey, wir haben Gesellschaft. Ey, bleib locker, Mann. Ich schätze mal die Lage an. Kann ich darüber? Mit einem Kameraden vielleicht? Dir, was ich habe. Oder zwei? So, gut. Dann legen wir uns mal eben hier hin. Und spotten die Fahrzeuge nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Helis sind anders platziert. Okay, also tatsächlich ein bisschen randomisiert. Ganz nett. Waren das jetzt alle? Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Gut. So, dann schleichen wir uns. Ich habe keinen C4 gebastelt, ne? Müssen wir dem was einfallen lassen. Ich habe noch 3 MK2 C4. Das wir nutzen können.
aus dem Scharfschütze. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Bei mir ebenfalls. Keine Vorkommnisse. Gar keine. Alles sauber. Gar kein Problem. Richtig gut. Okay. Hier scheint alles sauber zu sein. Nummer 1. Nein! Ach Gott sei Dank, ich dachte gerade schon, ich hätte eine Granate ausgewählt. Eieiei. Ist das schon die dritte Mission, oder? Ja, ne? Ja, genau, ist die dritte Mission. Das heißt, zwei Missionen sind schon einmal gescheitert. Und einmal ohne meinen... So wirklich ohne mein Zutun. Wobei, wie gesagt, das Entdecktwerden vom Flugabwehrgeschütz auch das getriggert haben könnte. So, dann haben wir hier den letzten, zweiten erst. Mein Gott. Zweiten LKW. Haben wir noch ein C4. Nein! Was biegt der denn jetzt ab? Das ist wie bei Online-Shootern. Wenn ich snipe. Immer in dem Moment, in dem ich abdrücke, ducken die sich, springen, biegen ab, bleiben stehen. Das ist immer dasselbe. Als wüssten die genau, was los ist. Oder auch bei Sniper Ghost Warrior. Das ist immer so. Die berühmte Sniper-Krankheit. Das ist Allergie gegen Großkaliber-Kugeln. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Physischen und mentalen Kapazitäten verschiedener Organismen zu verbessern. So, und das war der letzte. Die Baupläne einer besseren Welt lassen sich nur mit ihren Bauteilen verbessern, ihrer Menschlichkeit. Mit diesen Verbesserungen kann sich jeder hoffen, auf Auffassungsgabe oder erhöhte physische Kraft und Widerstand. Vassili, wo kommst du her? Prosek. Für eine bessere Welt. Heute für morgen. Der Generator war, glaube ich, da hinten irgendwo. Da ist er. Produkte deines Scaltech Wellness-Pakets. Wie immer freuen wir uns auf dein Feedback. Sprich einfach mit mir. Faye, deine Home-KI. Ja, das ist wahr. Keine Kraft? Stimmungsschwankungen? Frag deinen Scaltech-Arzt nach dem Olympus-Neural-Implantat. Nach einem minimalinvasiven Eingriff hilft dir das OSI dabei, deine Energie zu fokussieren. Oh. Ich will da runter. Aber nicht im Sturzflug. Bin ich schwer verletzt? Nee. Okay, leider kein Kampfheli dabei. Was machen wir denn jetzt? Ich hätte noch Minen für den Notfall. So, dann platzieren wir mal eine Mine vor jedem Eingang hier, nur zur Sicherheit. Nummer 1. Tarneinheit. Gehört. Aktiviere Nachtsichtgerät.
bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Nein. Die Leiche. Ich hab bestimmt die Leiche gesehen. So, Nummer 2. Das Geschütz da oben würde ich gerne deaktivieren, wenn es geht. Muss ich aber mal schauen erstmal, dass ich nicht hier von hier unten entdeckt werde. Volltreffer, Baby. Ist noch ein Scharfschütze im Turm, habe ich gesehen. Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Position. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Bin bereit, Boss. Oh ja. Frei. Alle ausgeschaltet, Boss. Manuell. Sauber. Ich kann ich ja auch. Mit dem Geschütz selbst die Dinger. Upsa. Mit dem Geschütz selbst die Fahrzeuge da zerstören. Probier's mal aus. Aber zuerst wähle ich das aus, damit ich im Falle des Falles. Okay, und da wird's schwierig. Die käme ich ran. Helis eventuell auch. Nur die da hinten nicht. Okay, gut. Dann. Diese Bohnen helfen schon mal nicht bei der Verteidigung des Rechenzentrums. Geh nochmal ran. So. Das Heli ist besser. Mein Gott, was halten die denn aus? So. Ach, guck mal, passt noch. Ist ziemlich laut. Das ist der eine noch. Zerstört. Das Rechenzentrum sollte angreifen. Was nice. So. Halte gedrückt, aber er geht nicht mehr von dem Ding weg. Na jetzt, meine Güte, wie lange muss man denn da drücken? So, dale. Und wir sind wieder weg. Ohne, dass die Gegner uns je bemerkt hätten. Nice. Sehr nice. Gefällt mir gut, haben wir gut hingekriegt. Hast du gut gemacht. So, dann jetzt die Hauptmissionsreihe. Ziele im Lager töten. 3 Vodak-Wissenschaftler und an einem anderen Standpunkt nochmal einen. Wo? Ist die Frage, wo? Wieder da oben im Norden. Da fahre ich jetzt aber nicht mehr hin, sondern da gehen wir an Biwak. Und zwar an dieses hier, würde ich sagen. Oder an das hier. Ja, eigentlich näher, ne? An dem hier. Ist aber ein Berg im Weg. Ist ja ein kleines Tal, da kann man es ist ziemlich steil hier. Da auch. Da ist ein Tunnel. Wie kommen wir denn am schnellsten dahin? Aber da. Wenn ich da vielleicht eine Absprungplattform hätte, käme ich von hier aus, wenn ich nicht mehr im Kampf bin, vielleicht mit dem Fallschirm bis an die Feindbasis, beziehungsweise dorthin, wo wir das einen Wissenschaftler da töten sollen. Sieht fertig aus, Boss. Trinkst du genug? Okay, also realistisch müssen hier die Bodaks gewinnen. Ach, ich kann es auch mit der Drohne machen. Brauche ich Fernglas nicht. Das schauen wir uns mal an. Jo. Genau, das dachte ich mir nämlich. So, außerhalb des Kampfes. Nice. Gut. Dann gehen wir erstmal zu diesem Biwak hier. Und schauen wir, ob wir nach Westen kommen. Also nach Westen im Fallschirm zur Feindbasis kommen können.
So, die Frage, wo ist Westen? Da ist Westen. Da kommen wir definitiv nicht hin. Gut, wäre das auch geklärt. Ja gut, dann gehen wir mal an dieses Biwak hier. Das ist das, an dem wir eben gestartet sind. Das heißt... Vielleicht hier? Das geht nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin, schauen, ob wir da über den Berg da hinkommen, wo wir hin müssen. So. Aber erstmal setzen wir uns mal noch kurz ans Biwak. Denn ich brauche Munition und nochmal eine Auffrischung der Verletzungsresistenz. Gut, und neue Dinge brauchen wir. Neue Heilspritze und neues T4. Ich weiß nicht, ob wir das jemals nochmal brauchen hier, aber ist nie verkehrt, das zu haben. Ich hatte nochmal C4? Okay. Ich hatte scheinbar zwei. Normales C4 hatte ich scheinbar. Gut. Dann können wir jetzt wieder aufbrechen. So, jetzt müssen wir nach da. Nach da kommen wir da hoch. So, dolle. Meter geht. Oder ist da hinten noch was? Für Tarneinheiten. Schalte auf Nachtsicht. Oder habe ich das nur gemeint? Ich bin mir relativ sicher, dass ich welche gehört habe. Schon wieder. Ach, da ist eine. Da sind zwei Tarneinheiten dabei. Okay. Die so brutal laut sind, ne? Ich wünschte, ich könnte das deaktivieren. Diese Audio-Cues der Tarneinheiten. Oder zumindest runterschrauben, dass die nicht so häufig sind und nicht so laut. Aber am Boden wäre auch keine Erwähnung wert. Gehen wir da hoch? Jo, nice. Der Heli ist weg, alles sicher. Ach, guck mal. Sogar eine Absprungplattform hier für uns. Buddeln wir uns einmal ein. So. Unbewaffneter Heli, mit dem könnten wir dann zum nächsten Gebiet fliegen, einen Tarnposten. Ich muss diese Bordax ausschalten. Nur so kann ich sie davon abhalten, die Wasserkühlung zu sabotieren und die Backup-Server zu zerstören. Jo, würde ich auch so sehen. Ich weiß nicht, wie du den durch die Decke gesehen hast, aber gut. So, Scharfschütze auf dem Dach hier. Flugabwehr da. Zwei Raketenschützen und ein Sniper. Da ist noch einer. Wie viel sind es? Drei. Wo ist der dritte? Wie sehen die denn aus? Hier ist alles klar. Hier auch. Bewaffnete Menschen im Gummianzug. Da ist der dritte. So, sehe ich natürlich keinen von denen. Tödlichen Hackenschütze, Schüsse. Feuer auf mein Kommando. Roger, bin unterwegs.
Schneller. Bereit, Ghost Lead. Feuer. Okay, gut. Alles sauber. Solide Arbeit. Okay. So, da vorne ist alles sauber. Und wisst ihr was? Ich wechsle dann auch mit jeder Totenkopfanzahl. Mit jedem Totenkopfanzahl wechsle ich die Klasse. Habe ich gerade beschlossen. Wie gern wäre ich jetzt ein Sniper. Oder Pfadfinder. Oder halt generell einfach ein PSG oder ein SSG dabei. Schön wäre es. Haben wir jetzt nicht. Ist halt so. Den kriegen wir so direkt. Tod bestätigt. Dieser Ingenieur macht keinen Ärger mehr. Ziel am Boden. So. Die warten nur auf uns. Nein, die warten nicht auf uns. Die kommen wahrscheinlich jeden Moment angestürmt. Würde ich vermuten. Ich meine, einer ist noch da. Und die haben garantiert auch einen Strategen in der Basis. Also kommen gleich vermutlich Helis. Ach, Zeit für die Nachtsichtbrille. So, niemand wird ihn vermissen. Ganz genau, absolut niemand. Haben die einen Generator da? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Sieh mal einer an, die haben ihre Freunde eingeladen. Sieh mal einer an. Hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Viel verschwendet. Die Tarnung ist weg. Und die Munition auch. Ja, alles erledigt. Ich hab nichts dagegen. Lass doch die Kampfdrohne eingepackt, Mann. Was machen die da? Scheiße! Vorsicht! Rakete im Anflug! Aufpassen! Unterstützung! Wow! Respekt! Wow! Ich wollte doch bloß den Heli klauen. Der lebt noch? Sag mal, ich glaube die ACR ist doch ein bisschen schwach auf der Brust. Oder schwächer auf der Brust, als ich dachte. Ja, wobei mit Schalldämpfer halt, ne? Au. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat, aber... Alter Scharfschütze! Der? Ich wäre verwundet, ist nicht so gut. Zum Glück kann man schwer verwundet immer noch Heli fliegen. Einsteigen! Schnell, 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 schnell! Gegnerische Verstärkung kommt! Dann steigt mal schnell ein! Wer nicht einsteigt, wird zurückgelassen. Natürlich nicht, aber... Oh Gott! Oh Gott! Ziel getroffen! Wo ist denn der Nächste? Da drüben. Dann machen wir das so. Und wieder ein kleiner Ruckler und noch einer. Zum Glück haben die keinen. Was war das denn? Wer hat mir da gerade ins Ohr geflüstert? Verstanden. Ich folge dir. So, erstmal Tarnung aktiv und Heilung. Okay. Es ist zwar eskaliert, aber es ist noch gut gegangen. Können wir da rein oder ist das nur eine Lüftung? Ist nur eine Lüftung, schade.
Türbetarnung. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ah, da unten ist unsere Zielperson. Die sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Ja, die. Wo? Wo sind die? Ich höre Tarneinheiten, aber... Gut, ich sehe sie nicht. Das heißt, die Tarnung funktioniert. Hallo, du. Ah, dem würde ich widersprechen. Okay, der ist down. Da, guck mal. Legen wir dieses Schwein auf Eis. Ich mache einen Scan der Umgebung. Ja, bitte. Gut. Ach, da. Da draußen jemand ist, ist aber... Kann ich da einen falschen Sprung runter machen? Stimmt, oder? Ja, nice, sogar ohne Verletzung. Gut. Erst Amtshandlung. Nachtsicht an. Und geschützt deaktivieren. Weiß ja, jetzt keine Nachtsicht ist, sondern... Zeit für die Nachtsichtbrille. Wärmebild. Laser. Kiste. Wenn du deine Frau deine Alte nennst, dann ist es vielleicht besser, dass du keinen Empfang hast. Feind. Scheiße! Genial! Was ist mit der Musik? Aktiviere Nachtsichtgerät. Hat plötzlich aufgehört. Lassen Sie mich in Ruhe! Was machen Sie? Der Feind. Oh Gott. Da kann ich... Ach, müssen wir außen rum. Okay. Box. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich direkt in die andere Richtung umgegangen. Setze die Nachtsichtbrille auf. So geht das, Boss. Ein ruchloser Mörder weniger. Ich habe die Vordax von der Wasserkühlung und den Backup-Servern ferngehalten. Darauf können sie nicht rechtzeitig reagieren. Ja, da bin ich wieder. Entschuldigt den Cut mitten im Dialog. Die Festplatte ist mal wieder vollgelaufen, weil ich vergessen hatte, die alte Aufnahme zu löschen. Gehe auf Nachtsicht. Und ja. Aber Nomad hat im Grunde eigentlich nur gesagt, dass er jetzt bereit ist, um das Rechenzentrum anzugreifen. So, und dann gehen wir hier raus. Oh, das war knapp. Schnappen uns den Heli. Wow. Das nicht ausgelöst hat. Huch.
Falsche Taste. Kann ich mit dem Bike da durchfahren, ohne dass es mich kostet? Ah komm, egal. Ein Sentinel mit Gewissen. Wo gibt's denn sowas? Dass ich das noch erleben darf. Nehmen wir uns gerade den Heli. Unserer steht da hinten. So, aber wir müssen die Aufgaben natürlich auch noch anpinnen. Hier. Neutralisieren Sie alle Gegner. Na toll. Und das im Rechenzentrum, das so verdammt verwinkelt ist. Taxi! Vasili? Ist, nein, nicht Vasili. Vasili ist da. Wer ist der Typ noch? Fix it! Vasili und Fury auf einer Seite. Absolutes Dreamteam. Oder landen wir auf dem Dach? Nee. Nee, machen wir nicht. So, oder? Sollen alle Gegner töten. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ich habe ein Schwergewicht. Ein Schwergewicht, aka Minigun. Weniger. Und das noch eine. Hallo. Ich hab den gekillt. Ohne den Helm? Den hier auch, der hat den Helm auch noch. Wie hab ich das geschafft? Zweimal. Krieg ich nicht. Verstehe ich nicht, wie ich das geschafft habe. Schade, meine Sonarsicht ist noch nicht bereit. Kiste. Ja, dann mach sie doch auch auf. Oh. Wow. Knapp hat eine neue Definition, alter Schwede. Knapp hat einen Namen. Ich hoffe, da sind keine Scharfschützen auf den Dächern. Wenn doch. Nicht ganz so gut. Oh, hallo? Gutes Ding, Ghostlead. Ich schätze mal die Lage ab. Ja, bitte. Keine Überraschungen mehr. Gut aufpassen. Eine Menge Feindschaftskern. Wow. Manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Brushed. Absolut genial. Hallo. Schalte auf Nachtsicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Tarneinheiten. Wer guckt nach? Ich scanne das Einsatzgebiet. Damit sind wir klar im Vorteil. Okay, da hinten ist einer. Da unten. Ah, da unten sind ein paar. Aufpassen, Geschütz voraus. Haben da hinten drei. Hinten
2, auf den Dächern keinen. Gut. Wo geht's denn da runter? Oh, der Heli. Da geht's runter. Okay, gut. Haben wir beim Heli Wachen? Ja, 2. Diese Wut. Sie sind immer mitten rein. Ich bin on fire. Absolut on fire. Nachtsicht an. Wie wär's, wenn wir es einfach lassen? Schon wieder? Ich hab's schon wieder geschafft, einen Minigunner zu killen, ohne. Sein Helm dabei drauf ging. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Was ist da los? Ich meine, das ist auch schon so ab und zu mal passiert. Bei, ja, also vorher, vor Motherland. Aber das ist ja jetzt schon das dritte Mal hintereinander. Kann man nicht mehr vom Zufall sprechen. Moin. Phänomenal. So, hier hinten ist alles clear. Sehr gut. Da stehen aber auf einer Ebene tiefer, ne? Das heißt, wir müssen da unten weiter. Geht's aber nicht weiter. Ne, da geht's nicht weiter. Ja, mach du nur. Was gibt's da vorne? Ah, guck mal. Ich schalte auf Nachtsicht um. Tiefgarage. Das eine. Ha, auf Position! Das. Richtig gut. Wo ist der zweite? Verdammt, wir wurden entdeckt. Da ist er. Wir sind nicht allein. Oh, da ist der Generator. Das ist ja nett. Auch nett, dass der Feind nicht gerufen hat, nicht geschossen hat und nicht gefunkt hat. Nicht gerendert wird, wenn ich zu nah an der Wand stehe, wird der Laser auch nicht gerendert. Hm. Schwierig. Irgendwo da sind Tarneinheiten. Gehe auf Nachtsicht. Da drin. Okay. Möglicherweise haben wir ja auch Tarnung. Setze die Nachtsichtbrille auf. Oben. Ich weiß nicht, wie viele Feinde hier noch sind. Also einer auf jeden Fall. Da ist noch einer. Noch einer da oben drüber. Und eine Kiste. Und die Kiste hat keinen Sound. Ach gut. Meine Schritte auch nicht. Nachladen auch nicht. Das hat Sound, aber Nomad sagt nichts mehr. Ich höre auch keine Schritte mehr.
Zeit für die Nachtsichtbrille. Gutes Ding, Ghost. Und plötzlich kommen alle Sounds auf einmal. Okay. War's das? Da ist noch einer. Hier, kann man rein. Ah, guck mal. Okay. Da haben sie noch zwei und da patrouillieren noch zwei. So, irgendwie ist der Sound kaputt. Aktiviere Nachtsichtgerät. Hier scheint alles sauber zu sein. Ja, ja, alles sauber hier. Keine Sorge, alles sauber hier. Ihr müsst euch gar keine Gedanken machen. Denkt immer an unsere Mission. Genau. Komm, gib nicht so an. Denkt einfach immer an eure Mission und dann kann nichts mehr schief gehen. Ich höre noch getarnte Einheiten. Na, ja, zur Not. Wenn ich die letzte Einheit nicht finde. Muss ich wohl. Schalter auf Nachtsicht. Feuerbefehl geben und dann. Kriegen wir das auch hin. Dann machen die KI-Kameraden das eben. Du sprichst zu viel. Alles sicher hier drüben. Ich sehe dich, aber ich komme nicht zu dir. Hä, wo ist er hin? Ist er weg? Da ist er. Da! So geht das, Boss. Da, das heißt doch auf Russisch ja. Warum ruft er denn ja? Er hat sich gefreut. Dass ich ihn. Da. Ihn aus dem. Aus diesem Leben befreit hat. Es gehört jetzt den Outcasts. Nice! Haha! Sehr geil. Haben wir's. Roman, Ito, Nomad hier. Einsatzziel erreicht. Das Rechenzentrum ist bereit für die Outcasts. Danke. Sie haben unschätzbare Daten gerettet. Jetzt haben wir die Oberhand in den kommenden internationalen Verhandlungen. Die Bodaks konnten mit einigen Daten fliehen. Aber wir wissen nicht genau mit welchen. Das fliegt uns sicher irgendwann um die Ohren. Die Daten, die wir gefunden haben, deuten auf ein wichtiges Gebäude der Bodaks hin. Wir können es noch nicht sicher sagen, aber es sieht nach einem Filmstudio aus. Was verdammt wollen die Bodaks denn mit einem Filmstudio? Keine Ahnung. Ich finde es heraus. Nomad out. Die wollen bestimmt GZSZ oder unter uns zur psychologischen Kriegsführung drehen. Ja, gut. Das war... Hab vergessen, wie die Region heißt. Ja, mit ein paar technischen Problemen zwischendrin, aber ja. DT Servo war es, genau. In der nächsten Folge eine von diesen dreien mit einem KI-Kameraden weniger. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Ich schalte auf Nachtsicht um. Wir sehen uns.